Beim Training hier der Kassel Huskies, des Eishockey-Zweitligisten, läuft immer einer mit rosa Trikot rum. Ich habe mich gefragt, was soll das Ganze, und habe mit Stürmer Louis Spitzner darüber gesprochen. Es ist relativ einfach. Es gibt nach jedem Training ein kleines Abschlussspielchen. Da wird dann zweimal aufs Tor geschossen und der, der zum Schluss nicht getroffen hat, also übrig bleibt, der ist der Loser des Tages, muss also das rosa Trikot beim nächsten Mal tragen und muss dann entsprechend auch beim nächsten Mal Getränke für die ganze Mannschaft mitbringen. Wer dreimal verloren hat, muss McMuffins mitbringen, und wer der Loser am Ende der Saison ist, der muss sogar ein ganzes Menü mitbringen. Und natürlich ist auch ein bisschen Charme mit dabei.